Herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo meinerseits. Herzlich willkommen. Schwarzes Bild hat einen Hintergrund. Meine Haare sind nicht so gut. Ich werde gleich zeigen, wie sie aussehen. Aber ihr solltet nicht erschrecken. Ich habe sie mir nicht ausgerissen. Ich habe nur ein Haarwachs sozusagen reingetan, das ich des Öfteren verwende, das aber scheiße ist. Und zwar. So sehen aktuell die Haare aus. Ich möchte eigentlich keine Werbung machen, möchte eigentlich auch kein Produkt in den Boden stampfen, aber ich werde und muss diese Folge ein Produkt in den Boden stampfen. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist oder bei generell allen, die dieses Produkt verwenden. Das Doofe ist nur, ich habe von diesen Packungen, also das hier ist eine Packung, eine Dose. Davon habe ich noch zwei andere. Und die werde ich wahrscheinlich niemals verwenden. Wahrscheinlich werden die jetzt jahrelang da rumstehen und verdattelt werden, verkommen werden. Ich werde die nicht brauchen. Ich werde die nicht benutzen. Das ist ein Scheiß. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob man das machen darf. Ob man über Produkte herziehen darf, ja eigentlich schon, oder? Ist natürlich die Frage. Und ich werde noch eine andere Sache machen. Ich sehe gerade bei OBS, mein Gesicht, ich bin so riesig. Ich werde vielleicht sogar irgendwas machen, irgendeinen Rahmen hier so reinblenden, dass ich ein bisschen kleiner bin. Dass ich nicht so komisch groß bin und eure Monitore verschandeln. Werde ich machen, muss mal schauen. Auf jeden Fall möchte ich mich gerne. Ich werde irgendwie so ein Beauty-Palast, gell? So ein Beauty-Kanal hier. Auf jeden Fall möchte ich zuallererst dieses Produkt. Es ist keine Werbung, es wurde nicht gesponsert, gar nichts. Dieses Produkt habe ich aktuell in den Haaren. Und darüber werde ich jetzt reden. Und dann danach werde ich noch über andere Sachen reden. Wie es mit dem Kanal los ist, Sir, warum da jetzt seit zwei Wochen kein Video mehr kam und so weiter und so fort. Aber erstmal möchte ich über dieses geile Produkt reden. Bitte kauft es euch nicht. Oder, keine Ahnung, also ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Ich habe das heute früh reingetan. Da steht drauf, für Power, Halt und 48 Stunden Kraft und Energie. Ja, die haben keinen Halt. Wenn ich die hier rumdrücke, die gehen automatisch wieder hoch. Die bleiben nicht so. Das ist überhaupt nicht schön. Das sieht aus wie so gerupfter Vogel. Das ist nicht gut. Gibt Struktur wie ein Wachs und Halt wie ein Gel. Schützt das Haar vor dem Austrocknen. Das kann ich befürworten. Das Haar wird nicht ausgetrocknet, weil sobald ich es rauf tue und ein paar Stunden warte, sind die irgendwie fettig. Ich habe keine Ahnung. Also meine Hand, es kann auch sein, also die fühlen sich irgendwie fettig an. Daher ein Pluspunkt, die Haare können nicht austrocknen. Die anderen zwei Punkte fallen leider bei mir durch. Kraft, Halt, naja, meine Haare sind irgendwie zu stark. Ich habe keine Ahnung, dieses andere Wachs, was ich noch verwende, ist ja, einigermaßen gut. Auf jeden Fall besser als das hier. Und ich möchte noch ein komplett anderes mal austesten. Keine Ahnung, schreibt mir auf jeden Fall mal Wächse oder Gele oder sonst irgendwas in die Kommentare. Vollkommen bescheuert. Welche ihr verwendet, welche ihr gut findet und gut findet. So, auf jeden Fall das erstmal zu der Beauty-Seite. Jetzt kommen wir erstmal wieder zu der ganzen Gaming-Geschichte. Und zwar gab es schon seit etwa ungefähr zwei Wochen kein Dark Hollow-Video mehr. Grund? Ich habe keins aufgenommen. Denn aktuell passiert da nichts. Wir bauen zwar, genau, eine kleine Sache. Wir haben aktuell ein größeres Projekt angefangen, worüber ich keine Informationen sage. Aktuell noch keine Informationen. Vielleicht sickert mal irgendwann was durch oder sonst irgendwas. Aber von mir gibt es aktuell keine Informationen zu diesem Projekt. Ist geheim. Wird unter strengster Geheimhaltung der CIA geführt. Hoffe ich zumindest mal. Und es wird sich einigermaßen was ändern. Nur mal dazu. Das andere, wir haben das Home-Plugin am Samstag draufgetan, Samstagabend ungefähr. Und jeder hat jetzt 5 Home-Punkte. Ja, also generell jeder. Auch die Admins zu haben 5 Home-Punkte. Und das andere ist noch,
man muss jetzt sozusagen 2 Sekunden warten. Generell für den Spawn, wenn man Spawn eingibt, muss man 2 Sekunden warten, bis man hin teleportet wird. Oder für die Homepunkte muss man auch jetzt 2 Sekunden warten, bis man dahin teleportet wird. Der Grund, wir fanden es so ein bisschen ja, besser, weil wenn man jetzt zum Beispiel in der Höhle ist und von Monstern oder Zombies und so weiter angegriffen wird, dann fänden wir es natürlich ein bisschen blöd, wenn man jetzt, klar, man will ja nicht sterben, eigentlich ja schon, aber dann hat man halt nicht mehr die Rohstoffe und so, die halt da in der Umgebung sind. Man verliert ja eigentlich sein Inventar. Ich weiß es nicht, ich muss nochmal durch jede Welt gehen und hoffen, dass man da die Inventare nicht verliert. Sollte auf jeden Fall so sein, dass man die nicht verliert. Und auf jeden Fall, wenn man jetzt angegriffen wird in der Höhle oder so, muss man halt dann 2 Sekunden ruhig stehen bleiben, bis man zum Spawn oder zum Homepunkt teleportiert werden kann. Und das andere ist noch, so ein Homepunkt kann man ja ganz normal machen. Set Home hat man einen normalen Homepunkt. Aber falls ihr noch einen 2., 3., 4., 5. wollt, müsst ihr Set Home, Leertaste und einen Namen eingeben, weil sonst überschreibt ihr den normalen, also diesen Haupt-Spawn-Punkt. Ihr könnt dann, glaube ich, auch, ich meine Homepunkt, ihr könnt, glaube ich, auch, es sollte auch freigeschaltet sein für euch, Home-List eingeben, dann öffnet sich halt so ein kleines Inventar bei euch und dann sollten da eigentlich alle Home-Punkte von euch aufgelistet sein. Das Spannende, was ich noch nicht ausprobiert habe, ist, man kann auch irgendwie seinen Home-Punkten Passwörter vergeben. Somit kann man dann, glaube ich, weiß ich nicht ganz genau, kann man, glaube ich, sich sogar zu einem anderen Home-Punkt von einem Spieler hin teleportieren lassen. Und das geht, glaube ich, nur, wenn der Home-Punkt passwortgeschützt ist. Wäre natürlich geil, wenn es funktionieren würde. Könnt ihr ja gerne mal probieren und dann mal testen, ob es irgendwie geht. Dann mal in Support-Bereich auf Discord oder auf den Server schreiben, was weiß ich. Auf jeden Fall haben wir das noch nicht ausprobiert. Aber wenn es machbar ist, wäre es natürlich geil. So. Und jetzt kommen wir, ich schaue hin und wieder auf OBS wieder. Ich habe seit 1,5 Wochen nicht mehr aufgenommen. Heute war das erste Mal nach 1,5 Wochen, knapp 2 Wochen, wo ich mal wieder aufgenommen habe, Subnautica. Und jetzt nehme ich mal wieder ein Talk-Video auf, was eigentlich Spaß macht, weil ich wollte eigentlich heute keins aufnehmen, aber durch das Produkt musste ich eins aufnehmen. Ich musste eines aufnehmen. Ich weiß nicht, ob das wirklich bei anderen Leuten besser ist, dieses komische Gel da, aber auf jeden Fall bei mir fällt es durch Grund und Boden durch. Leider, muss ich wirklich sagen, leider. Auf jeden Fall ist der Duft gut, das Einzige. Kann man als, keine Ahnung, wie heißen die, Duftbaum an die Decke schmieren und was weiß ich, an die Wand schmieren. So. Das andere ist noch Projekte, die aktuell laufen. Kingdoms and Castles ist eigentlich vorbei. Habe ich eigentlich beendet, aber eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich da noch weitermachen werde. Sehen wir noch. Mal schauen. So. Subnautica kommt mal hin und wieder eine Folge. Genau, das andere ist jetzt mein Upload-Plan. Habe ich jetzt so ein bisschen wieder so umgestellt, dass ich alle 2 Tage oder alle 3 oder alle 4 ein Video von dem jeweiligen Spiel kommt. Ich habe es jetzt so gemacht, es kommen wahrscheinlich alle 2 bis 3 Tage sicherlich ein Video, aber nicht vom gleichen Spiel. Denn es wird es pro Woche ein Video von einem Spiel geben. Und daher 3 bis 4 Spiele ja immer laufen, wird es pro Woche 3 bis 4 Videos geben. Somit muss ich dann eigentlich nur für die jeweiligen Projekte vielleicht 4 Videos aufnehmen. Und dann kommen halt, dann habe ich halt 4 Videos für 4 Wochen. Habe ich mir jetzt so mal überlegt, dass dann halt am Wochenende Dark-Hollow-Zeit ist, dann werde ich für nächste Woche, unter der Woche oder fürs Wochenende die Dark-Hollow-Folge aufnehmen, planen. Die wird dann ganz sicher kommen. Und da werden wir schauen. Genau, das andere ist noch, ich weiß nicht, ob ich die Dark Hollow-Serie weiterführen werde. Ich habe mir auch überlegt, dass ich die dann vielleicht umbenennen werde. Ab Folge, bei welcher Folge sind wir eigentlich gerade? 25. Dass ich die vielleicht sogar ab Folge 30 zu Moorcraft umbenennen werde. Müssen wir noch schauen. Weil 2 Serien will ich halt nicht führen. Dark Hollow war ja oder ist ja dieses Projekt, was ja geführt wurde, aber der Server heißt ja eigentlich Moorcraft und es ist halt die Frage, zu was mache ich halt jetzt Werbung? Zu was mache ich jetzt Videos? Mache ich zu dem Projekt Dark Hollow Videos, das aktuell nicht mehr da ist, aber noch so teilweise existent ist wegen der Welt und die kleine Vorgeschichte der Welt? Oder mache ich jetzt zu Moorcraft Videos und Werbung?
also Werbung generell zu Morecraft, aber ich meine jetzt ja Videos zu Morecraft oder Dacolo. Da bin ich noch ein bisschen beim Strugglen. Da muss ich nochmal schauen, wie ich das dann machen werde. Da habe ich aktuell noch gar keine Ahnung. Und vielleicht sieht er auch gerade ein bisschen so ein Bart bei mir. Ich habe den nicht wegrasiert. Morgen früh oder heute Abend werde ich den auch wegschlagen. Dann bin ich morgen wieder clean und kann dann wieder wunderbar, wunderschön in die Woche starten. So, auf jeden Fall heute ist er, ja, das war gestern. Gestern waren ja die ganzen europaweiten Demonstrationen gegen Artikel 13 beziehungsweise Artikel 17, warum auch immer die Politiker diesen Artikel jetzt umbenannt haben. Wahrscheinlich haben sie gedacht, ha, die Leute, die sind voll bescheuert. Wenn wir den Artikel 17 nennen, haben die nichts mehr dagegen. Dann demonstrieren die immer noch gegen Artikel 13, aber den gibt es ja nicht mehr, heißt ja jetzt Artikel 17. Ja, denkste, die Leute sind auch nicht blöd. Die wissen, dass er dann Artikel 17 heißt und demonstrieren immer noch gegen Artikel 13. Meinen Artikel 17. Keine Ahnung, ist mir eigentlich auch egal, wie sie jetzt den Artikel nennen oder was weiß ich. Auf jeden Fall kommt er hoffentlich nicht durch, wird abgelehnt, wird dann nochmal hoffentlich gut überarbeitet, dass wirklich eine gute Idee daraus stattfinden, daran mal wirklich gute Ideen eingebracht werden. Weil aktuell ist es halt so, die Webseiten oder die Politiker dort wollen ja Artikel 13 mit dem Upload-Filter, was ja indirekt beschrieben wird, steht nicht drin, ist eigentlich verboten durch die Koalition in Deutschland. Und indirekt wird ja ein Upload-Filter beschrieben. Das Doofe ist halt, wenn man einen Upload-Filter drauf hat, dann kann man das ja nicht umsetzen. Wie soll man bitteschön mit jedem Urheber dieser Welt eine Lizenz abschließen? Wie soll das gehen? Das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Und das andere finde ich auch noch so ein bisschen hirnlos oder verständnislos, wie das funktionieren soll. Die Upload-Filter können ja nur funktionieren, wenn man ja wenn die ja einen Abgleich haben für dieses Bild oder dieses Lied. Sag mal, ich lade ein Bild dieses Blattes hoch. Aber ich möchte nicht, dass dieses Blatt auf anderen Webseiten auch hochgeladen wird. Somit muss ich dieses Blatt, dieses Bild, was mir gehört, auf jeder einzelnen Webseite als Blaupause hochladen. Auf jeder Webseite. Und ihr wisst, das Internet ist groß, das Internet ist monströs. Da müsste man ja theoretisch wirklich auf jeder Webseite so sein Bild hochladen. Und das geht nicht. Klar, man kann es auf große Plattformen hochladen, auf die kleinen Plattformen ist es eigentlich irrelevant, da, keine Ahnung, versuch mal auf Milliarden von Webseiten dieses Bild hochzuladen, da bist du ja Millionen beschäftigt, das ist ja sowieso doof. Auf großen ist es natürlich gut, oder sagen wir mal einfach, da geht's schnell, da kann man es machen, auf Instagram, Twitter, gutefrage.net und so weiter und so fort, da geht's natürlich aber auf die ganzen kleinen, diese 100.000 Millionen, da wird es dann ein bisschen langjährig, bis man da überall diese Blaupause hochgeladen hat. Ist dann auch ein bisschen doof. So, auf jeden Fall sind wir jetzt bei knapp wieder 15 Minuten. Habe ich doch eher lang geredet. Ich weiß gar nicht. Ich habe über nicht so viele Themen geredet. Aber ich habe auf jeden Fall alles Wichtige angesprochen, was ich wieder ansprechen wollte. Kanal. Und zwar gibt es noch eine ganz kleine Sache, die ich gerne noch sagen wollen würde. Ich habe eine Staffel geplant sozusagen. Und zwar eine Staffel, wo ich Spiele antesten werde und nicht mehr Let's Test, rutscht dann sozusagen in diese Staffel rein. Und zwar geht es in dieser Staffel sozusagen darum, wenn ich ja ein neues Spiel anspielen will oder testen will oder sonst was machen will, muss ich ja sozusagen, ich könnte natürlich auch das Let's Test dafür nehmen, aber mein Problem ist aktuell dies. Ich will bei manchen Spielen, bei manchen Titeln, ja, wie zum Beispiel neue Games, Survival-Spiele und so weiter und so fort, da will ich natürlich noch Let's Play-Staffel machen, wie ich es jetzt bei Subnautica gemacht habe, aber zum Beispiel jetzt alte Spiele, Stranded Deep,
The Forest will ich ja mal anspielen, will aber von The Forest keine eigene Staffel machen. Ark will ich mal wieder reinschauen. Generell die ganzen alten Spiele. Eco will ich mal wieder reinschauen, aber keine eigene neue Staffel dazu machen. Ich will halt gerne eine Staffel haben, die ich jetzt auch machen werde. Ich habe auch schon heute einen Namen gefunden. Dankeschön, WhatsApp. Und, das nervt mich jetzt. Mann, warum ist jetzt WhatsApp aktiviert? Stummschalten. So, erstmal schon geschaltet. Gut, wo war ich gerade? Und zwar möchte ich ja gerne von Spielen, die ich jetzt anspielen will, aber nicht unbedingt eine eigene Let's Play-Staffel daraus machen will. Denn mein Problem liegt aktuell daran, oder eher gesagt darin, wenn ich eine Let's Play-Staffel anfange, bin ich sozusagen ja gezwungen, diese Staffel mit Videos zu befeuern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur 3 oder 5 Folgen davon machen will, von diesem Spiel, weil ich mal wieder reinschauen wollte oder weil es halt neu ist oder weil ich das testen wollte oder generell ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt 3 Videos von dem Spiel gemacht habe, dann habe ich mal wieder keine Lust von dem Spiel und dann will ich wieder nach 3 Monaten auch mal wieder spielen, dann könnte ich das natürlich in dieser Staffel machen. Da muss ich halt keine eigene Staffel machen, wo ich dann halt immer Videos bringen muss. Dann sehe ich halt so gezwungen, euch nicht zu vernachlässigen, dazu Videos zu bringen, lalalala. Sondern ich habe eine komplette Kompaktstaffel, wo dann sozusagen alle Spiele drin sind, die ich halt dann nicht ein alleiniges Projekt anfange, sozusagen. Zum Beispiel, ja, Stranded Deep. Will ich jetzt keine eigene neue Staffel anfangen, mit was weiß ich, wie vielen Folgen, 20, 30, am Stück vor allem, kann ich da halt dann 3 Folgen bringen, 8 Folgen bringen und dann halt nach 3 Monaten mal wieder reinschauen oder nach einem Jahr reinschauen. Weil das letzte Mal, wo ich halt Stranded Deep gespielt habe, war, glaube ich, 2017, 2016 ungefähr. Ist schon eine lange Zeit her und da möchte ich halt mal wieder reinschauen. Deswegen möchte ich gerne diese Staffel machen. Ist so ein bisschen wie Harvest Q von Gronkh, Pandoria, Tobi und Curry. Curry. Und ja, das möchte ich ja gerne mal ein bisschen umsetzen. Auf jeden Fall könnt ihr euch mal auf eine kleine Sache gespannt machen vielleicht. Also es gibt auch auf jeden Fall hin und wieder mal Gäste, die halt dann dabei sind, wie also bei Multiplayer-Spielen wie Stickfight oder was weiß ich. Ich werde mal auch mal die ganzen kleinen Minispiele anspielen. Auf jeden Fall war es das erstmal von mir. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder ich noch irgendwas sagen will, schreibe ich es natürlich in die Kommentare. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr es natürlich auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Nur mal so. Damit erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und ciao.